Sie möchten im RDMO einen Datenmanagementplan erstellen. Ihr Plan hat bereits einen Namen und eine Beschreibung. Nun müssen Sie einen der vorhandenen Fragenkataloge auswählen. Aber welcher der Kataloge eignet sich am besten für Ihr Vorhaben? In diesem Videotutorial widmen wir uns dem Thema Fragenkataloge im RDMO. Die RDMO-Installation an der FAU Erlangen-Nürnberg bietet grundsätzlich zwei Gruppen von Fragenkatalogen an. Zu der ersten Gruppe gehören die Kataloge, die mit dem Kürzel RDMO beginnen. Diese eignen sich für den internen Einsatz in einem Forschungsprojekt oder zur Planung eines Promotionsvorhabens. Die Fragenkataloge mit dem Kürzel RDMO basieren auf dem Standardfragenkatalog, der vom RDMO-Entwicklerteam entworfen wurde. Dieser Standardkatalog wurde an Fach- bzw. FAU-spezifische Anforderungen angepasst und um Best-Practice-Beispiele sowie weitere Hilfestellungen ergänzt. Wenn Sie einen Fragenkatalog mit dem Kürzel RDMO auswählen, können Sie sich entweder für einen fachübergreifenden oder fachspezifischen Katalog entscheiden. Diese Fragenkataloge behandeln ausführlich die wichtigsten Themenbereiche des Forschungsdatenmanagements und beinhalten Fragen zu folgenden Aspekten: Fragen zu der Projektorganisation und Projektpartnern, zu den inhaltlichen und technischen Aspekten der Datensätze, zu der Datennutzung und Qualitätssicherung, zu den Metadaten, zu rechtlichen und ethischen Aspekten oder auch zur langfristigen Sicherung der Daten nach dem Projektende. So halten diese Fragenkataloge fest, wie bestimmte Arbeitsschritte im Projekt ablaufen sollen, zum Beispiel die Vergabe von Dateinamen oder die Archivierung von aufbereiteten Datensätzen. Die zweite Gruppe der Fragenkataloge wird dann empfohlen, wenn die Einreichung eines Forschungsantrages bei einer Förderorganisation bevorsteht. Das Ziel der zweiten Gruppe besteht darin, den jeweiligen Datenmanagementplan an die Anforderungen einzelner Forschungsförderer anzupassen, etwa denen der DFG oder der Europäischen Kommission. Solche Pläne sind in der Regel weniger umfangreich, weil spezifische Themen wie die Regeln zur Vergabe von Dateinamen nicht explizit in den Antragsvorlagen abgefragt werden. Der Horizon 2020 Fragenkatalog orientiert sich an den offiziellen Vorgaben der Europäischen Kommission zur Erstellung von Datenmanagementplänen. Dieser Katalog bezieht sich auf Projektanträge, welche für das EU-Rahmenprogramm Horizon 2020 erwartet werden. In unserem Fragenkatalog werden auch einige Zusatzinformationen und Hilfestellungen angeboten, die nicht Teil des offiziellen Horizon 2020 Fragenbogens sind. Da im Rahmen des EU-Programms Datenmanagementpläne auf Englisch einzureichen sind, empfiehlt es sich auch, die Datenmanagementvorlage auf Englisch zu bearbeiten. Die DFG-Fragenkataloge wurden anhand der Hilfen zur Antragstellung für DFG-Projekte konzipiert. Hierzu gehören folgende Leitfäden: Leitfaden für die Projektanträge, Antragsmuster für die Einrichtung eines Sonderforschungsbereichs, Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis, Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten sowie Grundsätze zum Umgang mit Forschungsdaten. Auch die Vorgaben der DFG-Fachgremien wurden bei der Konzeption von Fragebögen berücksichtigt. Also, wir wählen einen der Fragenkataloge mit dem Kürzel RDMO aus, wenn wir einen Datenmanagementplan erstellen wollen, der uns bei der grundsätzlichen Planung des Umgangs mit Forschungsdaten im Rahmen eines Projektes oder zum Beispiel eines Promotionsvorhabens unterstützt. Wenn wir aber vorhaben, unseren Datenmanagementplan bei einem Projektantrag einzureichen, entscheiden wir uns für Fragenkataloge der zweiten Gruppe. Diese wurden an die Anforderungen einzelner Forschungsförderer angepasst. Weitere Details über die Nutzung von RDMO erfahren Sie in diesem Videotutorial. Vielen Dank fürs Zuschauen!